was ging dir gestern durch den Kopf, als unser Jugendspieler Moritz Wagner gegen die San Antonio Spurs aufgelaufen hat? Ja, ich hatte vor dem Spiel kurz mit ihm darüber auch gesprochen. Wir waren uns eigentlich beide einig, dass das erstmal irgendwas total Irreales hat natürlich. Also man stellt sich vor, der Junge hat wahrscheinlich im Mai, Juni, wie viele von uns, Playoffs geguckt und auch ja gerne die Spurs geguckt und plötzlich kann er neben denen spielen. Und auf der anderen Seite natürlich unbändiger Stolz, also Stolz, dass er das ins Profiteam geschafft hat und da auflaufen konnte, Stolz von mir, dass wir es über unser Programm und unsere Arbeit geschafft haben, so einen Jungen da zu platzieren. Und es ist ja auch was Einmaliges, also es haben ja, das teilt er wirklich mit ganz, 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 ganz wenigen auf der Welt in den letzten 10 Jahren, die überhaupt die Möglichkeit hatten, gegen NBA-Spieler zu spielen in Europa. Insofern natürlich erstmal sehr, sehr positives, tolles Gefühl. Patrick, du warst selber auch mal Profi, hast gegen die Großen der Welt gespielt. Kannst du dich noch reinversetzen, wie es ist, mit 17 Jahren rauszukommen und gegen Leute zu spielen, die man vorher aus dem Fernsehen kannte? Mit 17 ist mir das noch nicht passiert, leider. Aber ich denke, dass das eine große Chance ist. Ich glaube, dass Moritz noch nicht realisiert, was da passiert. Sowieso in seiner Entwicklung jetzt mit der Aufnahme in den Profikader und jetzt noch mit diesem Highlight gegen die San Antonio Spurs zu spielen und da wirklich ein paar Minuten auf dem Feld zu sein. Ich glaube, man sollte es auch nicht überbewerten, aber das ist schon ganz groß für einen 17-Jährigen, dass man das noch erlebt, dass man das erleben darf. Moritz, das ist jetzt ein schönes Beispiel für einen Spieler, der das komplette Alba-Jugendprogramm von vorne bis hinten durchlaufen hat und jetzt auf dem Sprung zu einer Profikarriere steht. Umreiß doch mal kurz, wie eigentlich dieses ganze Jugendleistungsprogramm bei uns in dieser Saison so aufgestellt ist. Ja, wir haben die klassischen Strukturen liegen, wie es heißt, mit der Jugendbundesliga, wo die Verantwortung Patrick zuträgt, der Nachwuchsbundesliga und dann die uns in unserem Programm eigenen Mannschaften, das heißt unser zweites Team oder Farmteam, Nachwuchsteam spielt in der ersten Regionalliga. Und dann hat unser Programm, glauben wir, erstmal einen sehr wichtigen Zwischenschritt gemacht, dass die Mannschaft darunter auch in der zweiten Regionalliga spielen kann, die auch Patrick zu verantworten hat. Insofern glauben wir, dass wir gerade für diese Altersschicht, die wir jetzt haben, also Moritz ist ja auch noch nicht wirklich ein alter, erfahrener Jugendspieler, sondern unsere Leistungsträger und unsere größten Talente sind halt zwischen 16 und 19 Jahren, glauben, dass wir die beiden richtigen Ligen haben, plus sicherlich eine Nachwuchsbundesliga, die vor allem dann in den Playoffs auch wieder sehr viel Anspruch mit sich bringen wird. Insofern, wir haben 30 Spieler im Programm und glauben aber, dass wir auch wirklich 30 Spieler brauchen, weil wir mit 30 Spielern halt erstmal in zwei Herrenteams bestehen wollen, nämlich in der zweiten und der ersten Regionalliga und dort die Ausbildung so weit vorantreiben können und wollen, dass dadurch einfach auch mehr oder weniger wie von selbst eine sehr leistungsstarke Nachwuchs-Bundesliga-Mannschaft entsteht. Patrick, 30 Spieler in der individuellen und ersten Regionalliga, wie sieht dein Kader aus? In der JBL haben wir momentan 16, 17 Spieler, von denen wahrscheinlich 2, 3, eventuell 4 auch in die zweite Regionalliga mit eingebaut werden sollen, über Zeit, also je nachdem wie die physische Verfassung ist, wie sie in der Lage sind auch mit Herren mitzuspielen, mit so einer Härte auch umzugehen. Und das ist ein Prozess, da muss man nicht Leute verbrennen. Aber ich denke, dass auch für die NBBL oder auch für den Jahrgang, den Konzi betreut oder die Jahrgänge, dass es eine Herausforderung ist, mit so einer Physis umzugehen und ein wichtiger Zwischenschritt, um dann am Ende eventuell der ein oder andere noch im oberen Herrenteam, dass sie da ankommen. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, was auch so der inhaltliche Grund ist, also weil wir über Moritz gesprochen haben, also Moritz muss sich als 17-Jähriger gegen 26, 28, 30-Jährige durchsetzen, das ist halt irgendwann das reale Leben. Also wenn wir sie zu Profis ausbilden wollen, werden sie ganz schnell nicht mehr nur noch in ihrer eigenen Jugend spielen, sondern jeweils in den verschiedenen Ligen einfach gegen Ältere. Und da kann man gar nicht so jung genug, wie wir denken, anfangen. Natürlich mit einer Verantwortlichkeit bei 14, 15-Jährigen, dass, wie Patrick schon gesagt hat, einfach die Körper erstmal auch dafür geeignet sein müssen. Okay. Konsti, beschreib doch mal so einen typischen Wochenablauf, den du mit deinen Jungs hast. Also wie läuft das von Tag zu Tag ab? Ja, also diesen Ablauf habe ja nicht nur ich, sondern ich glaube auch sehr kennzeichnend für unser Programm ist ja eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Trainerstäben, wenn man es so nennt. Also ich arbeite ja mit 3 weiteren Leuten für den NBBL-Bereich und Regionalliga-Bereich. Patrick hat auch nochmal 2 Assistenten. Zudem
durchmischt sich auch Patricks Profil, dass er ja nicht nur mit seiner U16 arbeitet, sondern auch bewusst in bestimmten Trainingseinheiten in der U19. Also insofern ist es ein Wochenablauf, wo es wahnsinnig viele Überschneidungsmöglichkeiten gibt und auch die genutzt werden. Insofern grob gesagt, wir nutzen vor allem am Anfang der Woche, Montag bis Mittwoch, vor allem für die individuelle Ausbildung der Spieler. Wir haben relativ viele Spieler an Sportschulen, beziehungsweise versuchen über die anderen Schulen auch Trainingsmöglichkeiten zu ermöglichen, sodass so viele wie möglich zumindest Dienstag und Mittwoch auch zweimal trainieren können. Und dann der Donnerstag und Freitag geht dann mehr so in Teamtrainingseinheiten, um das Wochenende ein bisschen genauer vorbereiten zu können und machen da gemäß unseres Programms vor allem auch einen Split zwischen Erstregionalliga und Zweitregionalliga Trainingskader und dann auch nochmal sicherlich am Freitag speziell, dass die NBBL und die JBBL sich auch nochmal auf ihr Spiel explizit vorbereiten kann. Du hast gerade schon was angesprochen, ist natürlich bei vielen Kindern und Jugendlichen noch so, dass sie zur Schule gehen. Wie löst man das Problem, dass sie trotzdem Leistungssportausbildung bekommen können? Durch zum Beispiel Sportschulen und durch Kontakt zu den Lehrern, die da verantwortlich sind, oder auch zu den Schulen, die nicht Sportschulen selber sind, um da Trainingszeiten frei zu machen, um zum Beispiel Sportunterricht umzulegen auf unsere individuellen Trainingseinheiten, die jahrgangsübergreifend sind, wie Konzi schon gesagt hat, und dadurch auch, glaube ich, produktiver sind, dass man sich ja auch in solchen Situationen an einem höheren Maßstab messen lässt. Und das ist bis jetzt in meiner Erfahrung, in dem einen Jahr, dass ich jetzt hier dabei bin, klappt das sehr gut, aber das ist natürlich eine sehr, sehr mühsame und auch sehr ambitionierte Arbeit, die auch noch nicht am Ende ist. Inwieweit muss man mit teilweise wirklich jungen Jugendlichen, 14 Jahren, anders umgehen und anders vielleicht noch mit ihnen trainieren, als jetzt mit erwachsenen Profis? Also was man vor allem sagen muss natürlich ist, sie trainieren eigentlich von der Menge der Einheiten wie Profis. Nur Profis haben dann den kleinen Vorteil, dass sie halt eine Mittagspause haben, Mittagsschlaf, eine Ruhephase, wo unsere Jungs halt alle zur Schule müssen oder wenn sie vielleicht nachmittags nicht in der Schule sind, vielleicht was für die Schule vorbereiten. Insofern Ansprüche formulieren, die halt einem Profispieler irgendwann zu genügen haben. Auf der anderen Seite natürlich einen viel höheren Toleranzgrad und Verständnisgrad aufbringen, dass es ein Erziehungsprozess ist und dass auch nicht jeder 15- und jeder 17-Jährige gleich ist. Also Moritz Wagner hat es alles sehr schnell mit unserer Hilfe verstanden, Ratschläge sehr schnell angenommen, sehr großes eigenes Selbstbewusstsein entwickelt, was es bedeutet, Profisportler zu werden. Aber das kann man jetzt nicht als Blaupause auf jeden anderen 17-Jährigen anwenden, sondern ein anderer braucht vielleicht ein bisschen mehr Nachdringlichkeit, ein bisschen mehr Hinweise, ein bisschen mehr Disziplin. Aber das Ziel bleibt natürlich trotzdem bei allen gleich ambitioniert. Patrick, um nochmal wieder auf deine Spielervergangenheit zurückzukommen, du hast halt selber auch eine Ausbildung als Jugendspieler erhalten. Ist das, was damals passiert hat, was sich ja immerhin zum Rekordnationalspieler gemacht hat, in irgendeiner Form vergleichbar mit dem, was hier heute aufgeboten wird? Also die Möglichkeiten, die, wenn man von damals redet, hört sich das immer so ein bisschen großväterlich an, aber damals gab es die Möglichkeit nicht. Also dass man wirklich zwischen 6 und 8 Trainingseinheiten die Woche anbieten kann, dass man Leute in 3 verschiedenen Ligen spielen lassen kann, dass die Infrastruktur so geregelt ist, dass man das auch organisieren kann, dass man eine Kapazität an Coaches hat, die eine hohe Expertise haben, eine hohe Bereitschaft, sich da einzubringen. Das war damals nicht möglich. Also es war sicherlich eine andere Zeit. Beim Allgemeinen Rater Turnverein Düsseldorf, wo ich angefangen habe, Basketball zu spielen, war das undenkbar. Insofern sind die Voraussetzungen natürlich, um Spieler zu entwickeln und vielleicht auch am Ende Spieler zu haben, die oben ankommen, gleichwohl wesentlich besser. Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass unser ganzer Jugendleistungsbereich stark mit den Profis auch verknüpft ist. Konsti, wie sieht denn diese Verknüpfung eigentlich genau aus? Funktioniert das? Also wir waren uns bewusst, dass wir da diese Saison einen weiteren Schritt gehen wollen, weil wir jetzt halt wissen, dass so langsam die Spieler halt kommen. Neben Moritz gibt es ja vielleicht noch 2, 3 andere, denen wir jetzt kurz- bis mittelfristig so einen Sprung zutrauen. Und haben deswegen eigentlich schon vor dem Sommer angefangen, bestimmte Dinge
vorzuplanen. Und dazu gehörte zum Beispiel, dass als das Training im Sommer begann und schon auch einige vom Profikader reinkamen und ein bisschen früher angefangen haben zu trainieren, dass wir gesagt haben, das ist eine ideale Trainingsphase, wo auch schon Jugendliche mittrainieren können. Also insofern waren das am Anfang der Saison gleich gemischte Trainingsgruppen, also Nils Giffey und Akim Vargas oder Jonas, die früher reinkamen, haben dann halt auch mit Spielern von unserer NBBL oder ersten Regionalliga zusammen trainiert. Das führen wir gerade fort im Vormittagstraining. Das heißt, im Vormittagstraining ist ja oft kein Teamtraining und bestimmte Kräfte werden auch geschont oder etwas anders behandelt, aber die vom Profikader dort auch mehr machen wollen oder sollen, erleben da jetzt auch Trainingsgruppen, wo sie halt auch Spieler von unserem Programm immer wieder kennenlernen. Das ist uns ganz wichtig. Und dann haben wir mit Sebastian Schonka als meinen Assistenten halt auch ganz bewusst jemanden mit in den Profikader-Trainerbereich erhoben, der sozusagen dort auch so ein bisschen die Schnittstelle darstellt, vor allem die Kommunikation einfach pflegt zwischen Mauro Parra, der dann wiederum natürlich die Sachen von Sascha an uns transportiert und unsere Erfordernisse, dass da einfach nichts, also dass auch so jemand wie Moritz jetzt nicht verloren geht oder verwirrt ist, weil er von dem einen die Informationen kriegt, von dem anderen die andere. Das lösen wir, glaube ich, ganz gut und schaffen dadurch auch eine Nachhaltigkeit und ein weiteres Zusammenwachsen. Und inwieweit beeinflusst euch das konkret zum Beispiel, was Sascha Obradovic taktisch mit seiner Mannschaft macht, also wie er sie einstellt, was er für eine Strategie ausgibt? Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Also das, was ich vorhin auch meinte, also natürlich haben wir den Anspruch, die Jungs zu Profis auszubilden, aber sie haben natürlich überhaupt gar nicht die mentalen Kapazitäten oder die Gewohnheiten, derartig komplexes Playbook zu spielen, wie es auch ein Sascha Obradovic dann über eine Saison lang mit einer Mannschaft entwickelt. Insofern geht es uns eher darum, bestimmte Philosophien zu übertragen, was natürlich erstmal die Konsequenz und die Härte in der Verteidigung bedeutet und dann so eine grundsätzliche Spielidee. Also Sascha Obradovic ist ja auch jemand, der das Pick-and-Roll-Spiel sehr pflegt und sehr eigene, ambitionierte Ideen einbringt. Und natürlich versuchen wir das in einem vereinfachten Rahmen auch in unserem Spiel wiederfinden zu lassen. Aber im Endeffekt alles sehr eingedampft, sehr reduziert, sodass es nie ein Problem sein wird, für Moritz zu uns zurückzukehren. Aber natürlich immer ein Lernprozess ist für Leute, die diesen Sprung in den Profikader machen, weil es dann einfach natürlich einen hohen Komplexitätsgrad hat, den sie sich dann erarbeiten müssen, aber den wir gar nicht herstellen wollen, weil das unangebracht ist in der Anforderung an junge Spieler.